Zap, moin Leute, waren Uri am Start und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sind unterwegs mit Dark Vader in der RU 251, meinem Lieblings-Light-Tank aus dem ganzen Spiel und einer der wenigen, die ich überhaupt habe. Und natürlich mit dem lieben Hawk, oder wie auch immer man das in Leadspeak aussprechen könnte, ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich mache hier nichts. Scheint so, als hätte Dark vielleicht gerade nochmal auf Klo gemusst oder sowas. Wer weiß. Das macht man schon mal gerne, wenn man in einem Platoon oder sowas unterwegs ist. Dann geht man mal ins Gefecht rein und hofft und betet, dass man rechtzeitig entsprechend da ist. Mit dem Lighting ist es natürlich ein bisschen schade, wenn man etwas zu spät ins Spiel reinkommt, da dort dann einiges an Spotting Damage und möglichen Aufmachungen entsprechend hier wegfällt. Aber nichtsdestotrotz wirft er sich hier ins Gefecht. Beziehungsweise weit genug nach vorne, dass er hier einen gegnerischen WZ aufmachen kann. Der sogar netterweise von der 212A so rausgenommen wird. Nicht vergessen, liebe Leute, wenn ihr ein richtig geiles Reaper habt, schickt es mir einfach zu. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in die Videobeschreibung gehen, auf den Link zu wotreplays.com klicken, dort euer Replay hochladen und es mir anschließend an ebenfalls in der Videobeschreibung stehende E-Mail-Adresse schicken. Vielen Dank für eure liebe Unterstützung. Schöner Schuss da in den T-37 rein. Nimmt da ein gutes Stück Leben weg aus dem leichten Panzer, der sich jetzt etwas weniger trauen kann. Nicht nur deswegen, weil ein Kollege von ihm von der Arti rausgenommen wurde, sondern auch, weil er gerade einen Schuss von einer Position aus bekommen hat, wo er niemanden stehen sieht. Denn Darky ist noch nicht aufgewesen, was eine sehr, sehr gute Sache ist im Light Tank. Wenn der Gegner nämlich nicht weiß, wo man ist, hat man alle Möglichkeiten der Welt, irgendwo hinter ihm aufzutauchen eventuell. Scorpion geht da vorne etwas ungünstig am Stehen. Wäre eigentlich vielleicht sogar eine gute Idee, da mit der HE-Munition drauf zu schießen. Das wäre ein sehr, sehr hübsches Ziel dafür. Hier guckt er auf den T-37, ob er da nochmal draufkommt. Ach, nicht ganz. Beziehungsweise er hat sogar getroffen, kam aber nicht durch. Wirklich sehr interessant. Noch ein bisschen Spotting und Unterstützungsschaden da auf den Scorpion G, der nochmal einen reinkriegt. Schuss geht da in den Hügel hinein, vermutlich auf ihn gezielt. Aber wir wissen es nicht genau, denn nur die Schüsse, die einen auch wirklich treffen, kann man zählen. Aus voller Fahrt raus. Scorpion G rächt sich hier. Und das ganze Feld hier scheint ziemlich mobil geworden zu sein. Große Lust hier, wie es aussieht. Sein Kollege nimmt da den Scorpion G raus. Große Lust hier, aggressiv vorzugehen, was sehr, sehr gut ist. Oh, da ist er aufgegangen. Hat es gerade noch ein Stückchen zu spät realisiert, dass er hier aufgegangen ist entsprechend. Und er kriegt anscheinend Schüsse von vorne rein. Beziehungsweise war das die Arti? Eine der Artis? Denn drei Stück sind es an der Zahl im gegnerischen Team. Und das könnte sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Probleme bereiten, wenn man hier nicht ganz genau aufpasst. Ein bisschen gerusht der Schuss, macht aber eigentlich nichts. Die Nachladezeit sollte ziemlich gut sein, beziehungsweise gut genug sein, ja, um noch einen kleinen Schuss da rein zu sneaken. Wunderbar hier gemacht, dass er da noch den Schuss irgendwie reinquetschen konnte. Ein bisschen knapp, hätte er vielleicht einziehen können, dann hätte er den ersten noch reingekriegt, den zweiten dann zwar nicht mehr. Aber der Schaden wäre wahrscheinlich ungefähr aufs selbe hinausgekommen. Jetzt haben wir natürlich hier eine klassische Situation. Das übliche Stand-off von zwei Teams. Das eine Team hat sich hier entsprechend den Westen geschnappt und das andere entsprechend den Osten der Karte. Und die eigene Artillerie, ja, die gibt es leider nicht mehr. Auch wenn sie eine gute Unterstützung hier hatte für das eigene Team, bringt die so nichts mehr. Und die drei Artillerien, auch wenn sie niedrigstufiger sind vom Gegner, dürften sich als etwas, ja, schlimmer erweisen. Wichtig ist es jetzt, die Leute, die hinter dem eigenen Team sind, erstmal rauszunehmen, während nach vorne hin abgesichert wird. Und wir sehen hier kommt IS-3 nach vorne, aber das sollte eigentlich, na, nicht unbedingt das größte Problem sein für Darky hier. Guckt ganz kurz, fährt zurück, ob er nicht doch vielleicht aufgegangen ist aus irgendeinem Grund. Versucht hier die Spitze der IS-3 zu finden. Aber auf die Entfernung ist auch die RU nicht unbedingt dafür geeignet, um solche Schwachstellen dann präzise zu treffen. Vielleicht, wenn man es wirklich schafft, es richtig, richtig genau dort zu setzen, dann könnte man es eventuell schaffen. Aber er sieht schon,
Die S3 wird da hochkommen und die kann Daki natürlich rausnehmen mit einem Schuss. Ganz, ganz einfach. Wir müssen hier darauf achten. Die Ru hat wirklich Gunnipression eigentlich nur über die Seite des Panzers. Und hier ist ganz schön. Da sind mehrere Büsche quasi vor ihm, die ihm vielleicht ermöglichen, sogar einen Schuss reinzukriegen für Lau. Ja, das war der Schuss für Lau. Mal gucken, ob er aufgegangen ist. Es sieht nicht danach aus, was die S3 natürlich zurückfahren lässt. Die hat natürlich ein bisschen Muffe jetzt hier. Eine Ru. Und entsprechend hier auch der Leopard PTA, der, wo er halt nicht weiß, die S3, ob er da ist oder nicht, kriegt hier einen Schuss rein. Und wenn man von einem Platoon-Kameraden aus dem Gegnerteam, also wenn man ein Platoon im Gegnerteam hat und einer von denen kriegt einen Schuss auf einen drauf, dann ist es nicht unbedingt unwahrscheinlich, dass der andere ebenfalls da ist. Jagdtiger, sehr, sehr gutes Ziel hier, um ein paar Schussübungen drauf zu machen, vor allen Dingen auf diese Entfernung. Solange er da offen ist, sollte man es auch wahrnehmen, die Schüsse draufzunehmen. Geht da unter die Linie und er kann nicht mehr auf ihn draufschießen. Nichtsdestotrotz ein sehr schöner Schuss da vom T-49, allem Anschein nach. Das hätte ein guter Schuss in die Unterwanne werden können, ist aber leider auch an der Oberwanne abgeprallt. Die IS-3 hat nun mal hier, ja, einen ziemlich guten Stand. Und viel mehr Munition möchte Daki anscheinend auch nicht zwingend verschwenden, beziehungsweise er wartet auf den Schuss, den er nach unten reinsetzen kann. Aber es sieht so aus, als wäre er dort nur an der Kette hängen geblieben. Gut reagiert hier in dem Moment, wo er gemerkt hat, dass er offen gewesen ist, beziehungsweise eine Millisekunde vorher schon, fängt er an loszufahren. Er hat den Skoda hier in der Seite nämlich schon gesehen und ja, good night, Sweetheart. Guter Schuss da in die Seite von dem Medium rein, beziehungsweise in die Front von dem Medium rein. Und ein guter Schuss in die IS-3. Man kann auch langsam nach vorne fahren, das gibt dem Einzelkreis nämlich die Möglichkeit, schön nochmal eingezielt zu sein. So sieht das nämlich aus. Da kommt er nicht durch, beziehungsweise hat nicht ganz getroffen. IS-3 nicht genug Sichtweite. Schöner Schuss da in den Turm, den er an die Seite gedreht hat. Immer noch Standardmunition am Schießen. Sollte aber kein großes Problem sein, hier eventuell noch den Löwen ordentlich zu beschädigen und den Jagdtiger eventuell rauszunehmen. Jawohl, wunderbarer Schuss da. Allerdings geht sein Teamkamerad drauf. Allerdings nicht durch den Jagdtiger, sondern durch die Artillerie, die es doch schafft, ihn dort zu treffen, in dieser kleinen Senke drin. Und jetzt hat er ein riesiges Problem. Der RV fährt nämlich direkt hinter ihm her. Und die Artis ist aber auch knapp auf den Fersen. Und das Schönste wäre, wenn jetzt der T-49 einen wunderbaren Treffer hier landen könnte. Auf den FV, fährt hier hoch, in der Hoffnung, in dem Wissen, dass der Löwe wahrscheinlich keinen Schuss auf ihn drauf hat und die FV da unten jetzt ziemlich alleine steht. Cleveres Spiel hier, sich da an dem Hügel hochzudrücken. Und eine eventuell gute Idee wäre es jetzt, die Arti eventuell sich zu schnappen. Könnte man mal machen. HE-Munition ist auf jeden Fall geladen. Sollte mehr als genug sein, um die Artillerie auf jeden Fall mit einem Schuss rauszunehmen. Beide von denen sogar. Wobei es natürlich immer drauf ankommt, ob er jetzt einen High-Roll oder einen Low-Roll eventuell macht. Aber naja, mit eigentlich, ja, 320 Durchschnittsschaden. Im High-Roll sollte da eigentlich alles auf jeden Fall gegessen sein. T-49 geht raus durch die gegnerische Artillerie. Er lässt den FV da noch ein Stückchen weiter nach vorne fahren. Weiß, dass der Emir noch 27 Sekunden zum Nachladen hat, weil dieser es gerade im Chat verkündigt hat. Und der Löwe schafft es hier auch an ihm vorbei zu schlüpfen. Allerdings ohne, dass er ihn aufmacht. Und wenn der Löwe keinen sechsten Sinn drauf hat, beziehungsweise selbst wenn der Löwe einen sechsten Sinn drauf hat, würde er wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Emil ihn aufgemacht hat, beziehungsweise dass die Gegner vor ihm sind und dass nicht unbedingt, dass jemand hinter ihm ist. Jetzt haben wir natürlich die schöne Situation hier. Knapp, knapp, aber es hat funktioniert. Und er muss jetzt wirklich aufpassen, denn die Artillerie dürfte hier auch hineingezielt sein, zumindest in die grobe Richtung, was ihm natürlich schlecht zu stehen kommen würde, wenn er hier jetzt von der Artillerie rausgenommen wird. Er muss auch vorsichtig sein wegen den Bäumen. Die könnten nämlich durchaus problematisch werden. Das war der kleinste Schuss, den er da hatte, wie es aussieht. Und der zweite Schuss, auch nochmal 211. Die HE-Kugeln sind relativ gut hier. Das war der Schuss, der den FV rausgenommen hat. Und jetzt kann er schön in die Seite vom Löwen reinarbeiten. Vorausgesetzt, dieser bleibt natürlich noch irgendwie in Sichtweite. Er kann eigentlich nicht wirklich einen Artillerietreffer noch kassieren, beziehungsweise einen Schuss vom Löwen. Da ist der Löwe irgendwo. Nimmt er den Blindschuss?
Nein, er nimmt ihn nicht. Er wartet. Emil, wieder 19 Sekunden noch am Nachladen. Wenn der Löwe nicht langsam was macht, hat das gegnerische Team nicht mehr die sonderlich große Stätte. Er geht hier auf. Wie? War das der Löwe? Aller Wahrscheinlichkeit nach ja, aber man ist sich nie hundertprozentig sicher. Es könnte auch eine der Artillerie gewesen sein, die hier in der Nähe irgendwo in einem Busch drin sitzt. Aber es sieht nicht danach aus. Der Löwe scheint jetzt vorfahren zu wollen, wo er gesehen hat, dass Darky sich entsprechend zurückzieht, was er allerdings nicht weiß. Ja, genau. Darky ist immer noch da und er ist jetzt so weit weg, dass der Tarnwert vollkommen ausreicht, um hier dem Löwen weit genug runterzusemmeln, dass der Emil 2 entsprechend den Kill flockig drauf bekommt. Emil mit 5 Kills, unser Darky hier mit 3 und Hawk mit seinen 2 Kills. Ich würde einfach mal sagen, der Emil 2 wäre wahrscheinlich nicht abgeneigt dazu, noch einen 6. Kill zu kriegen und damit den Krieger entsprechend einzuheimsen. Ich weiß nicht, ob der Darky nett genug ist, ihm das zuzusprechen oder ob er sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Man muss sich seine Medaillen schon verdienen. Beides ist auf jeden Fall eine legitime Art und Weise, an diese Situation hier entsprechend ranzugehen. Ja, Artillerie suchen und hoffen, dass sie sich nicht ersäuft, ist etwas, naja, was nicht unbedingt immer sicher ist. Es hat sich etwas gelegt mit den Artillerienersäufnissen, aber ja, gewisse Spieler scheinen immer noch Spaß daran zu haben, nicht rausgenommen zu werden. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, ich glaube, wenn man sich selbst ersäuft zu oft, dann gibt das auch schlechte Presse bei Wargaming. Man kann dafür, glaube ich, sogar gebannt werden. Und die Reparaturkosten senkt es, glaube ich, auch nicht mehr. Also lohnt es sich nicht wirklich, eher noch einen Schuss reinzusetzen, als dass man hier irgendwie sich selber ersäuft und damit die Möglichkeit und die Plattform überhaupt erst errichtet, dass man irgendwie gebannt wird oder etwas Ähnliches. Aller Wahrscheinlichkeit nach, ja, könnte es sein, dass die Artillerien beide unten in der südlichen Ecke, in der südöstlichen Ecke drin hocken, sich dort halt hin verzogen haben und eventuell, ja, dort versuchen, es irgendwie auszucampen. Und naja, die beiden haben sich jetzt irgendwie, denke ich mal, darauf verständigt, eventuell zu campen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie überhaupt Lust darauf haben. Es sieht nicht unbedingt so aus, als hätten die beiden Interesse daran. Aber da ist zum Beispiel die Lorraine. Ein Schuss, wunderbar getroffen auf die Lorraine da. Die jetzt natürlich relativ fix irgendwie einzielen müsste. Vorausgesetzt überhaupt, sie möchte schießen. Es sieht nämlich nicht unbedingt so aus. Sie kommt für den Nahkampfangriff und das war es schon mal mit Nummer 1. Da war es nur noch einer. Allerdings die Zeit zum Cappen sieht auch nicht mehr unbedingt so gut aus. Soweit ich mich recht erinnere, müsste bei 1.30 spätestens ja, der Hund in der Pfanne verrückt werden. Und bei 8 Sekunden könnte es etwas knapp werden über der Marke. Und nein, 1.40 braucht man sogar. Und das heißt, der Emil muss mit in den Cap rein. Sonst würden die beiden das hier wahrscheinlich gar nicht mehr schaffen. Aber es sieht so aus, als würden sie das locker flockig noch gewinnen. Darky hat auf jeden Fall noch seinen Commander drin und das heißt 6. Sinn. Das heißt, falls er aufgeht, beziehungsweise der Emil aufgeht, der wahrscheinlich auch 6. Sinn drauf hat, dürfte es eigentlich kein großes Problem geben hier. 35 Sekunden noch, etwas über eine Minute Spielzeit insgesamt. Und ich denke mal, die gegnerische Lorraine weiß ganz genau, dass das hier eigentlich verlorener Posten ist. Sie kann noch versuchen, einen Draw rauszuziehen und damit natürlich dem Gegner, also Darky, den Sieg verwehren. Wobei, wodurch beide quasi gerankt werden, als hätten sie das Spiel verloren. Ist ein bisschen, also ist ein kleiner Dick-Move, aber man kann es durchaus machen. Das ist auch legitim und von Wargaming so gewollt. Aber es sieht so aus, als wäre es das ein wunderbares, schönes und großartiges Spiel und wir schauen uns direkt mal die Endstats dazu an. Kurz und knackig, das Panzer ist mit fast 4000 Schaden, 4 Kills, 1419 Erfahrungspunkte als Standard insgesamt und wir sehen hier, der Emil 2
knapp dahinter mit seinen 5 Kills. Den 6. hätte er vielleicht noch gerne gehabt, aber der Sieg steht nun mal im Vordergrund. 12.000 Silber plus gemacht und noch 1.600 Spotting mit reingebracht, also Unterstützungsschaden insgesamt hier und mit dem doppelten Erfahrungsbonus ganze 2.838 Erfahrungspunkte. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst einfach ein Däumchen nach oben da. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.